Hallo Kinder, dieses Video ist ganz allein für euch gemacht. Ihr sollt in dem Video Ideen bekommen, wie ihr euch zu Hause beschäftigen könnt. Und es werden auch noch weitere Videos folgen. Heute ist es mehr für die Grundstufe, besonders für die erste Klasse geeignet und die weiteren Videos dann für die älteren Kinder. Ich war heute früh mit meinem Hund spazieren und habe eine Amsel wunderschön singen gehört. Und diese Amsel hat sich mit einer zweiten Amsel unterhalten. Und ich konnte plötzlich ganz gut verstehen, was die beiden sagen. Sie haben gesagt, endlich können wir in voller Kraft singen. Endlich ist nicht der Lärm der Menschen, der Lärm des Verkehrs so stark, dass sie unser eigenes Wort nicht verstehen können. Und die andere sagt, ja, es ist wunderschön, es ist friedlich und weißt du, warum das so ist? Und da sagt die andere, ja, leider, weil die Menschen eine schlimme Krankheit fürchten. Drum bleiben sie zu Hause. Und da sagt die andere Amsel, oh, das ist ja ganz traurig, dann wollen wir umso schöner singen. Aber es wäre doch großartig, wenn die Menschen von sich aus Freude, einfach ein bisschen mehr auf die Natur achten könnten. Und die andere Amsel hat wunderschön gesungen. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch der Amseln und gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Menschen vielleicht doch auch aus so einer Krise was lernen können und ein bisschen mehr auf die leisen Töne und auf die schönen Töne hören lernen. Gut. Aber heute geht es darum, Montessori-Material selber zu basteln. Ich lade euch dazu ein, das ist ganz einfach. Ihr braucht dazu nur eine Art Tablett. Ich habe hier so ein Plastiktablett. Ihr könnt aber auch zum Beispiel den Deckel von einem Brettspiel nehmen, irgendetwas, wo ihr hier etwas reinfüllen könnt. Und weil nicht alle Kinder Sand zu Hause haben, habe ich hier mal Semmelbrösel genommen. Ihr könnt aber auch eure Mutter fragen oder euren Vater natürlich, ob er vielleicht Polenta oder Grieß oder irgendetwas in dieser Art hat, was ihr in dieses Tablett reinfüllen könnt. Und zum Glattschieben könnt ihr hier, wenn ihr geschrieben habt, wunderbar ein Lineal nehmen. Was kann man alles mit diesem Tablett machen? Nun, als allererstes können wir mal anfangen, die Ziffern zu schreiben. Das heißt, ich habe nicht richtig angefangen, wenn ich die Ziffern schreibe. Mit welcher Ziffer fange ich dann an? Genau, mit der Null. Kann ich gleich ein paar Mal fahren. Immer wieder. Und glatt machen. Alle anderen Ziffern, zum Beispiel, was kann ich denn jetzt auf dem Kopf? Könnt ihr es erkennen? Was ist das? Eine 9, ganz genau. So könnt ihr das natürlich mit allen Ziffern und auch mit richtigen größeren Zahlen machen. Einfach üben, das Zahlen und das Ziffern schreiben. Dasselbe lässt sich machen mit den Buchstaben. Genau, ein A. Aber natürlich auch den kleinen Buchstaben. Kleiner A. Hierfür nehmt ihr einfach eine Vorlage, die ihr habt.
ein Alphabet oder was auch immer ihr habt, und dann könnt ihr hier eure ganzen Buchstaben üben. Ihr könnt auch gerne die Schreibbuchstaben üben, ganz wie ihr wollt. Aber mit unserem schönen Sandtablett lässt sich noch viel mehr machen. Ihr könnt zum Beispiel auch versuchen, Worte zu schreiben. Und die anderen müssen versuchen, die Worte zu lesen. Wir probieren das mal. Nee. Also ich merke, es müssen ganz, ganz kurze Worte sein, aber da kennt ihr sicher auch welche. Mache ich mal ein ganz kurzes Wort. Könnt ihr es lesen? Ich habe Öl geschrieben. Okay. Und genauso wie ich verschiedene Worte schreiben kann, kann ich auch verschiedene Bilder malen. Müssen auch sehr einfach sein. Ich nehme jetzt dazu mal einen Stift, vielleicht geht es ein bisschen besser. Und male euch mal was ganz Einfaches. Genau, eine Wolke. Und da könnt ihr also ein schönes Spiel draus machen. Das ist dann wie bei den Montagsmalern. Einer malt und der andere muss möglichst schnell erraten, was er gemalt hat. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt genug gearbeitet mit dem Sandtablett, dann könnt ihr sehr gerne auch was Spielerisches damit machen. Und ich habe da zum Beispiel an ein Mandala gedacht. Das kann auch eine Spirale sein. Probier es mal mit dem Finger. Und diese Spirale kann ich dann auch noch ergänzen durch Murmeln oder Muckelsteine oder was sich gerade zu Hause findet. Vielleicht auch mit Rosinen, die ihr dann essen könnt. Da fällt euch bestimmt irgendwas ein. Ihr könnt überhaupt mal so ein bisschen den Küchenschrank durchwühlen. Eure Eltern werden sich freuen. Und schauen, ob die zum Beispiel Bohnen haben. Mit Bohnen kann man natürlich ganz toll spielen und auch rechnen. Ja, das geht super gut. Genau. Und so schaut zum Schluss dann hier meine Spirale aus. Vielleicht habt ihr Lust, euch dieses Sandtablett nachzubasteln. In Kürze kommen weitere Tipps, was ihr euch zu Hause selbst an Montessori-Material anfertigen könnt. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit zu Hause. Tschüss!